katholische Kirche nimmt ja für ihre Priester eine ganz extreme Form der Reinheit in Anspruch, die der sexuellen Enthaltsamkeit. Aber die vielen Missbrauchsskandale gerade der letzten Jahre zeigen auf, wie weit Realität und Anspruch auseinanderdriften. Der Film Spotlight erzählt die Geschichte des gleichnamigen Journalistenteams aus Boston, das in den letzten Jahren gleich eine ganze Reihe von Missbrauchsskandalen aufdeckte. Dieser Film räumte jetzt bei den Oscars kräftig ab. Mit der Auszeichnung für das beste Drehbuch und der wichtigste Oscar wohl für den besten Film. And the Oscar goes to Spotlight. Der Oscar für die Verfilmung einer wahren Geschichte. Boston 2001. Vereinzelt sind Fälle von Kindsmissbrauch ruchbar geworden. Doch bei Nachfragen wiegeln Kirchenvertreter ab. Der Kardinal, nun ja, er mag nicht perfekt sein. Aber wir müssen das Gute erhalten, trotz einiger verdorbener Äpfel. Lange Zeit lässt sich die Presse einlullen. Erst der neue Chefredaktor des Boston Globe wittert, dass mehr dahinter steckt. Das klingt für mich durchaus nach einer wichtigen Story für ein Lokalblatt. Monate mühseliger Recherche beginnen. Allmählich wird ein erschreckendes Ausmaß an Kindsmissbrauch durch katholische Priester sichtbar. Die Zahlen deuten an, dass hochrangige Geistliche involviert sind. Und mehr nicht. Sie deuten es nur an. Sie sagen uns, wenn wir eine Story über 50 pädophile Priester in Boston bringen, Mike, dann würden wir nur dasselbe Geschrei auslösen wie bei Porter. Das verursacht zwar Krach, ändert die Dinge allerdings kein bisschen. Konzentrieren wir uns auf die Institution, nicht auf die Priester. Praxis und Politik. Zeigen Sie mir, dass die Kirche manipuliert, nur damit diese Leute nicht angeklagt werden. Zeigen Sie mir, dass dieselben Priester wieder und wieder in Gemeinden geschickt werden. Zeigen Sie mir, dass das ganze System hat und von oben gesteuert wird. Die Reporter enthüllen ein skrupelloses Vertuschungssystem, bis hinauf zum Kardinal. Mitch, erzählen Sie mir, dass die katholische Kirche Beweismittel aus dem Gerichtsgebäude entfernt hat? Hören Sie, ich bin weder verrückt noch paranoid, aber ich habe Erfahrung. Checken Sie das Register, Sie werden sehen. Die kontrollieren alles. Auch Politiker und Anwälte sind in die Machenschaften verstrickt. Ja, ich habe die Schweine auch verteidigt. Das ist mein Job, Robbie. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ja. So wie alle anderen auch. Schon in Venedig sorgte das spürbare persönliche Engagement der Darsteller für viel Applaus. Ich denke, es ist eine der... Etwas vom Wichtigsten in einer demokratischen Gesellschaft ist, dass sie investigativen Journalismus erlaubt. Wenn wir das verlieren, geben wir unsere Freiheit auf. Die Bostoner Skandalstory löste eine weltweite Enthüllungslawine aus. Der kirchliche Mythos der Reinheit ist seither zerstört. Der Film erlaubt dem Publikum, über diesen speziellen Fall hinaus auf alle Arten von institutionellem Machtmissbrauch zu blicken und sich zu fragen, wie das alles geschehen kann. Diese Diskussion ist sehr interessant. Allerdings, denn die reine Wahrheit ist für gewöhnlich alles andere als sauber. Das war unser Ausflug in die Bierbrauerei Trois Dames in Sainte-Croix, wo wir gelernt haben, zu viel Reinheit schadet dem Charakter. Gilt nicht nur für das, was im Glas ist. In diesem Sinne, Prost. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann geht es bei uns um den dressierten Menschen. Gleich jetzt folgt Doc mit den Schattenseiten des chinesischen Wachstums in Reinkultur. Santé, kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss. So, jetzt aber... Mit Ihrem Einsatz bewegen wir Kultur. Swisslos.